Es ist wieder eines dieser Internetphänomene. Alle Reihe nach. Ich habe bestimmte Prinzipien, an die ich mich auch zu halten versuche. Nun merke ich, dass so nach und nach immer wieder langsam aufweichen. Und mir dann doch wieder etwas passiert, was meinen Prinzipien widerspricht. Im Internet ist nicht ganz so einfach, sich dann immer zu halten. Privat, klar, passiert es auch, aber irgendwie ist man halt im Internet hemmungsloser. Also, man lässt jetzt nicht komplett die Hüllen fallen, ich sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Da gibt es zum Beispiel diese Smileys. Da gibt es Smileys, mit denen kann man andere umarmen oder denen gar ein Küsschen geben, aber das ist nicht mein Ding. Ich vergleiche das immer mit der Realität. Würde ich das in Wirklichkeit wirklich so machen, wie im Internet? Ich denke nicht. Klar, manche Geschichten gehen mir auch zu Herzen und die Person tut mir dann leid, aber trotzdem nutze ich dann nicht solche Smileys. Das ist halt ein Ding von mir. In der Realität würde ich mich wahrscheinlich auch nicht trauen, den in den Arm zu nehmen und denen Trost zu spenden. Ich mache das eher mit Worten, obwohl mir das dann auch nicht gelingt. Meistens reicht es nur für einen, es tut mir leid. Und dabei muss es dann auch belassen werden. Ja. Klar freue ich mich auch, wenn ich selber solche Smileys bekomme, wo ich umarmt werde oder noch ganz andere Sachen. Ja. Aber selber die zu posten, fällt mir irgendwie schwer. Ich will auch nicht leichtfertig damit umgehen. Ja. Das ist wie in der Realität. Ja. Da traue ich mich manche Dinge auch nicht, aber Internet, klar, kann man sowas mal machen, aber irgendwie ist das nicht meine Sache. Das gehört irgendwie zu meinem Prinzip hier. Ein anderes ist zum Beispiel, dass ich Leute nicht mit ihren Spitznamen anrede, wenn die mir das nicht explizit erlaubt haben. Ja, das ist auch so eine Sache, ja. Ich rede die immer noch vollständig, wenn ihr Nickname zwei Zeichen kurz ist und der richtige ist halt 100 Zeichen lang. Ich nehme den lang, natürlich, warum auch nicht. Auch wenn sich das irgendwie eingebürgert bei anderen, ich nehme immer noch den richtigen und nicht die Abkürzung. Ja, das ist einfach so drin. Ganz prägendes Beispiel ist aus der Schulzeit. Ja. Wir hatten eine neue Französischlehrerin als Vertretung. Die mochte irgendwie keiner, ja. Und irgendwie in der zweiten Stunde fängt die an und redet dann eine Mitschülerin mit ihrem Spitznamen, ja. Sowas geht gar nicht, ja. Und das ist einfach irgendwie bei mir drin und ich versuche mich daran zu halten. Klar, irgendwann rutscht es dann raus, dann muss ich auch den Nickname und ich den richtigen, also natürlich nicht den richtigen, sondern halt den richtigen Forum. Aber das ist irgendwie so drin. Das ist so eine Eigenart von mir. Doch, wie gesagt, wie ich anfangs ansprach, nach und nach weicht das immer mehr auf. Wie mit den Smileys, das kann man ja auch auf andere Ebenen umsetzen. Zum Beispiel bei Facebook, ja. Da bekomme ich nun halt Herzen geschickt, ja. Und manchmal sogar Küsse zugeworfen, ja. Also klar, wow, hey, wer kriegt das nicht gern, ja. Also ich schon, aber die selber zu verschicken ist dann wieder was anderes. Es kostet dann auch irgendwie Überwindung, ja. Also Küsse, nee, das ist ja fast tabu, ja. Würde ich nie wagen, ja, sowas da zu machen. Aber bei den Herzen, ja, ich bekomme da echt so viele und da will man natürlich auch was zurückgeben, ja. Und Danke reicht manchmal nicht und dann passiert es, dann hat man dem anderen auch ein Herz geschenkt. Und wollte das vielleicht gar nicht, obwohl man es ja eigentlich wollte, aber nicht in der Form, ja. Und dann ist da auf der Pinnwand halt ein rotes Herz und das assoziiere ich immer mit, ich liebe dich. Das ist ja nicht damit gemeint, ja. Ja, danke, hier hast du auch ein Herz und vielleicht mag dich, ja. Aber doch nicht gleich so, ne.
ich wäre nicht gleich, ne? Versteht? Aber jetzt kann ich irgendwie nicht mehr anders, ja? Natürlich nehme ich immer nicht die knallroten Herzen, ja, oder das nur von Liebe so sprudelt, sondern mal grüne, gelbe, blaue. Es passiert, ja. Wobei man sagen muss, der Beginn des Ganzen, ja, war eigentlich eher ein Zufall. Ich habe mir gedacht, ja, was passiert dann, wenn ich darauf klicke? Und dann stand da, die haben ein Herz geschenkt. Einfach so passiert, ja, also kann ich ja nicht wieder zurücknehmen, ja, wie sieht denn das aus? Ja, Herz geschenkt und wieder zurückgenommen, dann ist das Kampf vorbei. Nee, das geht gar nicht. Und mittlerweile, es ist halt nur ein Klick und schon ist ein Herz versandt worden. Und ja, vielleicht sollte man nicht so viel hineininterpretieren, aber ich denke mir dann, ja, was denkt die Person von mir, was denken andere von mir? Die das sehen, ja. Tommy hat dir ein Herz geworfen. Ja, was mal da denken, ne? Es ist einfach eigentlich ganz harmlos, aber es ist einfach eine nette Geste. Ja. Vielleicht auch nicht mehr, aber man macht sich halt doch Gedanken. Und eigentlich bin nicht ich das, ja, der das macht. So was mache ich normalerweise nicht. Wirklich, ihr werdet nie diesen Gruppenhack-Smiley von mir sehen. Ja, nie. Das ist einfach nicht mein Ding. Klar, werdet ihr doch nicht da gerne in der Mitte, aber von mir kommt sowas normalerweise nicht. Ja. Ganz selten, ja. Aber wirklich ganz, ganz selten gibt es mal eine virtuelle Umarmung von mir. Aber das war dann schon mal das höchste Gefühl und jetzt verschicke ich Herzen, ja. Ich schicke Herzen. Unglaublich. Aber wahr.